irgendwie ist der Boden nicht so schön aufgegangen wie das letzte Mal. Schade, 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 schade. Nun gut. Achso, das ist ja gar nicht das Video. Ah ja. Leute, wir schauen uns jetzt die Kiste da drüben an. So Leute, ich habe hier jetzt so ziemlich alles drin, was ich heute benötige, glaube ich. Unten drin liegt der Klambo. Ohne die Griddelbelt, die brauche ich heute nicht, muss ich nicht mitschleppen. Spieße, Getränke. Brettel, Messer, Gabel, Grillzangen, Kohle, Anzünder, Mülltüten, ein Zewa, Tisch und Stuhl ist im Keller. Da kommt jetzt hier noch das Stativ mit rein und dann kann ich den hier ja, runtertragen. Aber halt, ich habe mir hier noch was bestellt. Das Teil hier werdet ihr jetzt einmal sehen. Und dann, wenn dann bloß noch in der Tüte oder sonst irgendwas, aber niemals im Einsatz. Ja, und das packen wir jetzt noch schnell ein, aus. Tja, da liegt mein missglückter Tortenboden, aber da mache ich mir jetzt einen zweiten und mache eine Doppelwopper-Torte. Ja. Das mag jetzt hier vielleicht nicht unbedingt so appetitlich klingen und nicht unbedingt hier reinpassen. Aber ich denke mir, wenn man so in der Wildnis, sage ich jetzt mal, am Grillen ist, ist es eigentlich fast unerlässlich. Kleines, faltbares Mini-Scheißhaus. Ja, eine Tasche ist auch dabei. Tüten sind dabei. Ja. Das baue ich jetzt aber auch nicht auf hier. Das wird dann bloß auseinandergefaltet. Drauf setzt auf das Teil und dann gib ihm. Was ist das? Ein rundum Hygienebeutel. Ja. Und ja. Wildscheißerei, wenn man immer wieder an selben Platz hin will, ist da glaube ich nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Ich packe mir jetzt das ganze Ding hier ein. Muss ich bloß mal gucken, wie ich das am besten mache. Und eben, da ich ja mit Satteltaschen unterwegs bin, sollte das kein Problem sein, das Täschle da noch mitzunehmen. Was ich noch dazu habe, ja, ist hier so ein Archivierzeug, das kommt damit rein. Und naja, okay, lassen wir das Thema jetzt einfach mit in die Kiste rein und ja, wenn es soweit ist, besser als im Wald zu scheißen. Okay, dann packe ich jetzt fertig, bringe alles runter und dann kann es losgehen. Ja, mittlerweile 14:45. Hat jetzt noch ein bisschen gedauert, aber jetzt geht's los. Mit voller Ausrüstung dieses Mal sozusagen. Ab an die Donau. Attacke. Ich radel dann mal los. Leute, genießt das Video heute. In dieser Konstellation Fahrrad, Anhänger, das erste und letzte Mal. Leck mich am Ärmel. So, neue Prioritäten setzen, E-Bike.
definitiv, das ist das Nächste, was kommt. Egal wie, ich mache mich heute Abend noch schlau, was ich für Möglichkeiten noch habe. Naja, gut, irgendwie werde ich das hinkriegen. Und der Schweinehund hier braucht definitiv eine Achsverbreiterung. Das Ding ist mir vorher hinten. Ich drehe mich um und dann hüpft der Hänger von links nach rechts, Rad ungefähr in dieser Höhe. Also der braucht definitiv eine Spurverbreiterung. Da muss ich mal gucken, wie und wo ich das machen kann. Höchstwahrscheinlich bei meinem Bruder in Landsberg. Naja, gibt es ein Bastelvideo. Aber jetzt packe ich erstmal aus, weil ich habe mittlerweile Kohldampf, Durst und will mich einfach in meinem Campingstuhl, Anglerstuhl, wie auch immer, reinsetzen. Mhm. Ja, leider wieder ziemlich windig. Ich habe mal meine Jacke angezogen. Und jetzt kommt erst einmal das kleine Auspackerle, was ich so alles dabei habe. Und das Allerwichtigste. Bei dem Wind werde ich den aber am Boden betreiben und nicht auf dem Tisch. Iha, der Klappo. Jawohl. Den stelle ich mir hier. So. Wollen wir heute das erste Mal den Klappo zünden? Meinen Klappo. Vielen Dank dafür nochmal an die Grillschau für die Unterstützung. Ich finde es klasse. Ich finde es echt geil von euch allen. So. Gehen schon noch. Wollen wir mal. Und da schichten wir jetzt schön die Kohlen auf und warten, bis die sauber angeglüht sind, dass wir halt grillen können. Eigentlich so wie früher auch. Immer wieder dasselbe Spiel. Aber das macht halt am meisten Spaß und ihr seht es wirklich an der Flamme hier. Es ist ein blöder Wind. Hätte ich vielleicht doch unter der Brücke bleiben sollen. Aber jetzt bin ich schon hier und fahre auch nicht wieder zurück. Schön gemütlich in der Natur sitzen. Das ist schon was Feines. Ja. Oh. Ich denke, dass hier außenrum alles eigentlich bebaut ist und so. Es ist doch hier ein recht ruhiges Plätzle. Tjo. Ist halt immer ein Stückchen zum Radeln. Aber ja, geht schon. Muss gehen. Außerdem gefällt es mir ja hier. Hier ist auch wesentlich weniger Publikumsverkehr als vorne an der Brücke. Naja, die Kohlen sind bald gut. Da kann ich meine Spieße draufhauen. Auf die freue ich mich jetzt so richtig. Dann wollen wir mal hier weitermachen. Oh, der Wind ist zwar gut für die Kohlen entfachen, aber natürlich sind sie auch relativ schnell wieder runtergekokelt nachher. Naja, vielleicht brauche ich sie dann wenigstens nicht ablöschen. Naja. So.
Boah, da kommt ein geiler Duft raus. Ich sag's euch. Machen wir jetzt erstmal die Spießle und nachher dann die anderen. Jo, genau so machen wir das jetzt. Und natürlich immer schön drehen und wenden. Yummy. Und ich konnte jetzt gerade nicht widerstehen. Ich habe vom ersten Spieß die erste Kartoffel runtergeklaut. Heiß und lecker. Wie vom Bäcker? Na. Spruch von jemand anderem. Egal. So, Spießle wieder umdrehen. Also, beim Klappo muss man da relativ fix sein, weil dieses Grillgut ziemlich nah an der Kohlen liegt. Das ist ja unter Umständen vielleicht ein Nachteil. Aber dann für solche Sachen habe ich ja dann mehrere Grills zur Auswahl. Und der Steckgrill, der wäre heute vielleicht optimal gewesen, weil den hätte ich dann gegen die Windrichtung drehen können, weil der eine schöne Rückwand hat. Das nächste Mal. So Leute, dann wollen wir mal. Ich denke, das ist gut. Sehr gute Röstaromen hat es auf alle Fälle bekommen. Und wenn ich mir hier jetzt die Menge so anschaue, was ich hier habe, bin ich fast am Bezweifeln, dass ich mir den anderen Spieß auch noch hier mache. Aber wenn nicht, mache ich mir den heute Abend daheim schnell in der Pfanne oder so. Naja. Okay. Stativ, Cam, Tisch. So Leute, dann wollen wir mal. Also, dieser sperrige Tisch, ich weiß auch noch nicht, ob das hier jetzt die endgültige Lösung ist. Ob das so bleibt oder ob ich mir da noch was anderes organisiere, das werde ich dann mit der Zeit sehen. Oh ja, das Filet sollte eigentlich durch sein. Jawohl. So, wo habe ich mein Müllbeutelchen? Tja, und das lasse ich mir nämlich jetzt richtig schön munden. Geil. Das ist jetzt eine geile Brotzeit. So. Ja, Filet ist durch. Ja, der schmeckt gut, richtig gut, mediterran gewürzt. Ein bisschen Salz extra hätte ich noch vertragen. Ein bisschen, aber nicht viel. Das ist ja mal richtig geil. Dazu schön Bacon. Und die Kartoffelchen, das in der freien Natur. Oh.
Aber wenn die nur nicht so heiß wären. Jo, Leute, ich tue jetzt essen und schaue jetzt erst einmal, ob ich von hier aus einen Livestream starten kann. Weil das Internet, WLAN habe ich ja hier nicht, die Internetanbindung hier ist nicht ganz so prickelnd wie vorne an der Brücke. Aber ich probiere es mal, weil das wäre schon lustig. Aber da sage ich euch noch, nachher noch Bescheid in diesem Video, weil dann könnt ihr nachträglich dann noch den Livestream als Zugabe zu dem Video nachgucken. Ja. Gut. Essen. Grill ausgehen lassen, mehr oder weniger. Ich mache den zweiten Spieß halt nicht mehr. Oder jetzt nicht mehr. Das wird mir zu viel zum Essen. Tja, und dann wird es nachher dann, ja, so in einem Stündle oder so wieder nach Hause gehen. Genau, das mache ich jetzt. Leute, ich sag's euch, auf diesem Schotterweg hier, es ist wirklich eine Tortur. Da vorne ist meine Brücke. Oh, furchtbar, hammerhart. Mittlerweile halb fünf ist schon wieder. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, weiter geht's nach Hause. Puh. Mausi, fix und alle, habe ich definitiv beschlossen. Die Achse vom Anhänger verbreitern, ein bisschen an Sturz rein und gucken, wie er dann läuft, weil sogar hier auf der Geraden da unten hat er gerade, also wirklich so zum Hüpfen angefangen. Katastrophe, so geht es nicht. Und ich muss jetzt gucken, wie ich das mache mit dem E-Bike. Ansonsten war es ein wundervoller Nachmittag. Es war richtig geil heute wieder da draußen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und ja, meine Torte mache ich jetzt doppelstöckig. Unten Ananaskäsesahne, oben Mandarinenkäsesahne oder so ähnlich. Naja, ja, schauen wir mal, was sich da basteln lässt. Und mit viel Glück schafft es die noch zum Ende, ja, ganz zum Ende noch in das Video rein. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Leute, ansonsten hasta la vista, bis zum nächsten Mal. Filmen tue ich sie auf alle Fälle noch. Entweder dieses Video oder dann im nächsten seht ihr dann noch meine Torte. Jo, dann sage ich mal bis jetzt Tschaikowski. Leute, ich habe euch ja gesagt, ich nehme die Cam mit und filme das Törtchen noch, was ich gebaut habe. Und ja, das Teil ist echt mächtig. Die untere Schicht ist Ananas. Also Käsesahne Ananas und oben mit Mandarinen. Ja, und da werden wir jetzt nachher dann ein Stückchen rausoperieren. Ja, und wenn wir schon dabei sind, eine Windbeuteltorte mit Himbeeren kriegen wir auch noch. Eine Portion für zwei Leute. Zackati. Ist das ein Doppeldecker? Spinn ich denn? Also wenn du kommst mit der Reihe, ich glaube, da wird die Leute ankommen. Und dann kommen wir noch zu dem schnellen Probiererle von meiner Käsesahne-Torte. Hau mich tot. Hm? Mit Ananas kommt sehr gut. Hm. Der andere Deckel auch. Schicht. Gut, dann sind wir jetzt endgültig raus aus dem Video. Ihr habt das Teil noch gesehen. Und Tschaikowski.